ATV Eichfeld feiert in diesem Jahr Jubiläum. Und aus diesem Grund haben wir für unsere Sendereihe Lang, lang ist's her in unserem Archiv gestöbert und einen Beitrag aus dem Jahre 2007 ausgegraben. Passend zum Thema Die lange Nacht der Museen. Am 6. Oktober gibt es in der Steiermark die lange Nacht der Museen. Auch im Murtal laden die örtlichen Museen zu einem Besuch ein. Das VW-Käfermuseum in der Gahl lässt wieder von sich hören. Dort gibt es nicht nur eine Sonderausstellung von Einsatzfahrzeugen. Am 6. Oktober hat man Besonderes vor. Ja, wir haben grundsätzlich geplant von 11 Uhr weg von Kobenz. Zuerst gibt es ein Mittagessen beim Gasthaus Rainer. Anschließend geht man ins Traktormuseum und kriegt dann eine Führung. Und dann geht es auf in die Gahl, wo dann das Rahmenprogramm stattfindet. Und da sind natürlich alle Feuerwehren und alle Oldtimer, alle Lastwagen und alles, was halt kommt, im Prinzip herzlich eingeladen, dabei zu wohnen und natürlich dabei zu sein. Wie Sie bereits angesprochen haben, am Nachmittag ist der Tag der Einsatzkräfte. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ja, wir haben natürlich beim VW-Käfermuseum natürlich immer wieder irgendwelche Aktivitäten und da sind wir auf die Idee gekommen, natürlich nachdem VW oder Volkswagen einen Großteil der Einsatzautos gestellt hat, eine Sonderausstellung zu machen zum Thema Einsatzfahrzeuge. Und natürlich wollten wir dann natürlich auch zeigen der Öffentlichkeit, wie man früher gerettet hat, geborgen hat und natürlich diese Autos früher ausgestattet waren. Und da wollte man dann den anderen Blickpunkt auch schaffen. Also wir wollten dann die neue Situation zeigen und dadurch haben wir gesagt, machen wir eine Leistungsschau. Und da sind wir auf die Idee gekommen, natürlich auch mit diesem Tag der Einsatzkräfte diese Sachen von heute zu zeigen. Von der Radarpistole angefangen, wie gesagt, bis zur Bergung, bis zur Hubschrauberbergung. Und im Museum zeigen wir das Alte und draußen zeigen wir heute die neueste Rettungsversionen, was es halt gibt. Und darum sind wir auf die Idee gekommen zum Tag der Einsatzkräfte. Am Abend des 6. Oktober beginnt auch die lange Nacht der Museen. Alle Museen der Region können dabei bis 1 Uhr früh besucht werden. Am 6. Oktober ist die lange Nacht der Museen. Was erwartet die Besucher? Ja, die lange Nacht der Museen gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und auch Nittelfelder Museum haben also mitgemacht, nur haben wir feststellen müssen, dass also der Besuch nicht sehr besonders gut war. Aus dem Grunde haben wir jetzt ein Marketing entworfen, also für die Museen im Bezirk Nittelfeld, um gemeinsam aufzutreten und erhoffen uns dadurch natürlich also schon mehr Besuch wie in den letzten Jahren. Welche Museen sind dabei? Es sind insgesamt 6 Museen dabei. Es ist also das Faschingsmuseum, wo wir uns gerade befinden, das Eisenbahnmuseum in Knittelfeld, das Landtechnikmuseum in Kovenz, die Welt der Mönche, Benediktinerabtei in Seckau und das Käfermuseum in der Gahl, sowie erstmals also das Luftfahrtmuseum, die Luftfahrtausstellung in Zeltweg. Ist ein Eintritt? Es gibt einen Eintritt von 5 Euro, der ist grundsätzlich nur einmal zu bezahlen in einem Museum und mit dieser Eintrittskarte können Sie alle diese 6 Museen kostenlos dann weiter besuchen.